Leo, der Besitzer des Golden Sea Restaurants, hat uns eingeladen, mit uns shoppen zu gehen. Da er über kein Auto verfügt, müssen wir zu dritt auf seinem Motorrad Platz nehmen. Zwischen dem Flughafen Sandwe und unserem Resort am Napali Beach gibt es viele kleine Dörfer mit noch mehr kleinen Shops. Und die wollen wir heute besuchen. Die Fahrt zu dritt auf dem Motorrad ist nicht mal so unbequem, wie man glauben könnte. Nach circa 15 Minuten Fahrt können wir schon den ersten Shop durchstöbern. Neben Hemden, Leibchen und Hosen findet man auch Souvenirs aus Muscheln oder Kokosnüssen. Schauen wir uns also einfach mal um. Leo ist sehr geduldig und gibt uns so viel Zeit, wie wir brauchen. Und so nebenbei dolmetscht er auch. Zwischen den Buden findet sich auch ein kleiner lokaler Markt. Gleich hinter dem Markt findet sich noch eine unberührte Stelle Strand ohne Hotel. Kleine Boot fürs Licht, das große zum Fischen fürs Netz. Nachdem wir vom Shoppen zurückgekehrt sind, verbringen wir den restlichen Tag am Strand. Der Tag vergeht wieder viel zu schnell und bald können wir wieder den herrlichen Sonnenuntergang genießen. Und am Abend geht es ein letztes Mal zum Abendessen ins Golden Sea zu unserem Freund Leo. Morgen werden wir am frühen Vormittag mit dem Flugzeug nach Yangon fliegen, wo wir dann in weiterer Folge die Heimreise nach Österreich antreten werden. Ein letztes Mal genießen wir den leckeren Tomatensalat auf burmesische Art. Leos Frau ist aber so nett und zeigt Doris das Rezept und die Zubereitung.